Hans Siegel begeistert mit seiner Figur Martin Gruber seit mehreren Jahren die Fans der Serie Der Bergdoktor. Obwohl bereits einige Folgen der nächsten Staffel abgedreht sind, wird die neueste Staffel erst 2023 ausgestrahlt. Währenddessen wird die Gerüchteküche um die weitere Geschichte rund um Martin Gruber fleißig angeheizt. Wie geht es mit dem Bergdoktor in Sachen Liebe weiter, nachdem ihn seine Anne verlassen hat? Viele Fans sehen in der neuen Figur von Schauspielerin Maxine Cassis eine potenzielle Frau für den Bergdoktor. Schauspieler Hans Siegel äußert sich nun in einem Interview mit TV-Spielfilm zu den Theorien bezüglich einer neuen Liebe für den Bergdoktor. Es ist teilweise sehr lustig, wenn ein Foto von zwei Kollegen gepostet wird und sie dann sofort irgendwas wittern. Das halte ich für völlig überzogen, denn unsere Serie besteht aus hochemotionalen Geschichten um Patienten und Menschen, die ein Schicksal haben. Für Hans Siegel geht es in seiner Serie Der Bergdoktor um weitaus mehr als die Beziehungen von Martin Gruber. Das Erfolgsgeheimnis vom Bergdoktor ist eine Mischung aus der traditionellen Filmfigur Arzt, stattfindend vor einem Bergpanorama. Das ist Heimatfilm Reloaded bzw. Relaunched. Es sind immer hochemotionale Geschichten, die eine große Fallhöhe haben und einfach fesseln, so Siegel über das Erfolgsgeheimnis der Serie. Seit 2008 läuft der Bergdoktor über die deutschen Fernsehbildschirme. Über ein Ende wird dabei noch lange nicht diskutiert. Erst einmal noch nicht. Das wird dann mit Produzenten und Sender besprochen, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist die Geschichte auserzählt. Aber davon sind wir aktuell noch weit weg. So Siegel zu der Frage, wann die Serie für ihn auserzählt sei.